Fröhlich und beschwingt geht's zu auf dem Eilbacher Hof. Aber auch ernst und akribisch gewissenhaft. Wenn die Pferdespezialisten zum Training kommen, verwandelt sich die große Reiterhalle in ein Therapie- und Lernzentrum. Pferde werden zu Medien, zu Mittlern zwischen Klienten und Experten, die eine außergewöhnliche Erlebnistherapie anbieten. Pferde sollen dabei helfen, dass Menschen ihre Ängste überwinden, Depressionen abbauen und ihre seelischen Belastungen selbst meistern. Im Umgang mit den Tieren können Menschen ihre unbewussten Einstellungen und Verhaltensweisen erkennen. Sie können ihre Erfahrungen bewerten und daraus Schlüsse für ihr tägliches Leben ziehen. Eine Therapie der Hilfe zur Selbsthilfe. Der Anspruch der Trainer ist hoch. Müssen sie doch dagegen ankämpfen, dass ihre Methode zur Stärkung der Selbstsicherheit und des Selbstvertrauens leicht als Scharlatanerie abgetan wird. Um mitzumachen am Lernprozess, muss man nicht ein Pferdenarr sein. Auch Reiten gehört nicht zum Programm. Die Teilnehmer benötigen keinerlei Vorerfahrungen mit Pferden oder Kenntnisse über Pferde. Auch die Pferde müssen nicht auf ihre Rolle in der Trainingshalle vorbereitet sein. Ganz wichtig bei Pferden ist, dass Pferde in einem sozialen Gefüge wohnen, leben. Sie kommunizieren untereinander, miteinander, sie reagieren aufeinander. Und jeder Mensch, der jetzt diesem Gefüge beitritt, wird daraufhin angeschaut, okay, ob er in die Herde passt und was das für ein Mensch mit welchen Persönlichkeiten und Eigenschaften ist. Je nachdem, wie ein Mensch auftritt, spiegeln die Pferde dies wieder, sie reagieren darauf. Sie sind in der Lage, auf nonverbale Kommunikation einzugehen, sie wahrzunehmen, viel besser als wir Menschen das können. Wenn man bedenkt, dass Kommunikation zu 90% nonverbal ist, dann ist das eine ganze Menge Informationen, die die Pferde wahrnehmen und dann auch darauf reagieren, was uns wiederum die Informationen über die Menschen gibt. Mit Pferden und durch Pferde lernen ist Teamwork. Zum Team gehören mindestens drei. Ein Pferd, eine psychologische Fachkraft und ein Experte, der sich mit Pferden auskennt. Da Teilnehmer auch aus dem Ausland kommen, wird pferdeunterstütztes Training auf dem Eilbacher Hof in Deutsch und Englisch angeboten. Habt ihr gesehen, wie die braunen Pferde ihre Nasen aneinander gerieben haben? Wie wertet ihr das? Fragt sie. Die erste Phase in der Reithalle dient dem gegenseitigen Beschnuppern von Mensch und Tier. Pferde erkennen Stimmungen, psychische Dispositionen und auch Ängste der Menschen. Und sie reagieren darauf, ohne dass Zweibeiner und Vierbeiner welche auch immer gearteten Laute von sich geben. Hier kann ein Teilnehmer lernen, Ängste abzubauen. Nicht nur solche, die er neben dem Vierbeiner in der Reithalle empfindet, sondern auch solche, die er in der Umwelt draußen, in der Gesellschaft, im Beruf, in der Familie hat. Im Lernprozess kann die Persönlichkeit gestärkt und weiterentwickelt werden. Das Pferd hilft dabei, indem es auf die Menschen eingeht. Gelingt es dem Teilnehmer, das große Tier mit dem großen Kopf von der Stelle zu bewegen oder gar über Hindernisse zu leiten, ist ein Erfolg messbar. Aber der Erfolg ist nicht das Ziel der Übung. Es soll vielmehr ein erster Eindruck über die Gedankenwelt der Teilnehmer gewonnen werden. Then I could start to move after the session. A very quiet evening and yeah. You know, for me, yes, it was perfect, not talking.
In der zweiten Phase haben die Teilnehmer Aufgaben zu erfüllen, die ihnen die Pferdeexperten stellen. Learning by doing ist das Motto. Was vordergründig einfach erscheint, kann es aber in sich haben. In dieser Übung sollen die Teilnehmer die großen Tiere dazu bringen, ihren Standort zu verändern. Die Anweisungen sind vage, lassen bewusst viel Spielraum und Interpretationen zu. Von den Teilnehmern wird gefordert, den Anleitungen genau zuzuhören. Eine Regel, die schwieriger einzuhalten ist, als es zunächst erscheint. Ein Pferd, ein oder mehrere Pferde nehmen, es irgendwo hinstellen, stehen. Gruppenarbeit, Präzisierungsversuche. Es wurde nicht gesagt, dass jeder sein eigenes Pferd nehmen muss. Okay. Das wurde nicht gesagt. Das können wir machen, wir können es auch lassen. Es wurde nicht gesagt, ob 1, 2, 3 oder 4. Ja. Es wurde nicht gesagt, ob mit Halfter oder ohne Halfter. Ja, ich das also weiß, worauf es hinausläuft, dann kann ich das einordnen, dann kann ich auch den Baustein mitnehmen in einem größeren Prozess. Aber wenn ich nicht weiß, wo der hingehört, dann hängt das für mich im Raum und ich kann nichts damit anfangen. Und deswegen muss ich das einfach wissen. Die Teilnehmer dürfen die Tiere anfassen, schieben, ziehen. Sie dürfen mit den Pferden reden, ihnen zurufen. Sie dürfen in die Hände klatschen. All dies dient dem Ziel, dass die Pferde nun ausführen, was die Menschen von ihnen wünschen. Wie die Teilnehmer die Aufgaben umsetzen, forsch oder ängstlich, wie sich Mensch und Tier verhalten, störrisch oder willig, was die Teilnehmer und die Pferdeexperten beobachten. Die Summe dieser Erfahrungen ermöglicht eine Analyse des pferdeunterstützten Handlungsablaufs im scheinbar spielerischen Lernprozess. Diese Analyse fließt dann ein in eine anschließende Begleitung durch die psychologische Fachkraft im Team. Man kommt mit der Erwartung her, gewisse Themen oder Probleme, oder ich würde sie einfach Themen nennen, zu lösen. Und man kommt mit der Erwartung da herein, in diese wunderschöne Halle. Und auf einmal stehen die nicht mehr im Vordergrund. Auf einmal ist man einfach da und man erlebt Dinge mit Pferden und man bewältigt bestimmte Aufgaben und dieses Thema ist wahrscheinlich immer irgendwo im Hinterkopf, aber mit dem beschäftigt man sich nicht die ganze Zeit, sondern es wird dann halt einfach im Laufe der Zeit, wo man hier ist und Dinge erlebt, bearbeitet und aufgelöst. Oder aufgelöst. Einfach bearbeitet. Keine Übung in der Reithalle gleicht der anderen. Menschen sind verschieden und auch Tiere handeln und reagieren unterschiedlich. Ihre Stimmungen wechseln. Nicht alle empfinden dasselbe. Wenn bewusst vage Aufgaben gestellt werden, kommen Teilnehmer zu verschiedenen Schlüssen. Nicht alle beobachten dasselbe am eigenen Verhalten. Auch die Verhaltensweisen der Pferde können höchst unterschiedlich wahrgenommen werden. Eine Therapie, die nur nach einem starren Muster verläuft, ist wenig zielführend. Die aktive Mitarbeit an diesem Lernprozess ist unabdinglich. Was in der Übung zuerst als Enttäuschung empfunden wird, kann sich später als Erfolg herausstellen. Die Experten stehen am Rand des Geschehens. Sie sind vor allem aufmerksame Beobachter. Die Versuche der Teilnehmer, ihre Aufgaben zu bewältigen, sind selten sofort von Erfolgen gekrönt. Es kann lange dauern, bis ein unpräzise formuliertes Ziel zufriedenstellend erreicht wird. Das Hauptaugenmerk gilt nicht dem Ziel, sondern dem Prozess. Es geht um die Frage, wie gehen Teilnehmer mit den Aufgaben um? Ein Feedback erfolgt nicht verbal über das Expertenteam, sondern im Austausch mit den Pferden, die auf die Körpersprache der Teilnehmer reagieren. Der Grundgedanke ist, dass so jeder Teilnehmer eigene Lösungen finden kann. Das Expertenteam stellt die Kulisse, damit die Teilnehmer Gedanken und Gefühle in einer sicheren Umgebung erfahren und verarbeiten können. Die Pferde bewegen sich in der Halle so frei, als grasten sie auf der Wiese. Halfter oder Leinen gibt es nicht.
Sicherheitsregeln werden nicht ausgegeben. Appelliert wird an die Umsicht der Teilnehmer. So gebe es kaum ein Risiko, versichern die Spezialisten. Wenn ein Pferd, das ja bis zu 10 Zentnern wiegen kann, einem Teilnehmer auf den Fuß tritt, hat dies eher der Mensch zu verantworten als das Tier. Es ist eine Therapieform, in der man mit Pferden arbeitet und eine Grundsicherheit bietet, indem man nicht Pferde nimmt, von denen man weiß, die sind aggressiv, die beißen und treten. Also wir verwenden ja Pferde, die den Umgang mit Menschen gewohnt sind. Und wenn jetzt ein sehr aggressiver Mensch mit aggressivem Verhalten zu den Pferden kommt, dann reagieren die Pferde darauf. Es kann jetzt sein, dass sie einfach weggehen und die Distanz suchen. Und es kann natürlich auch einmal sein, dass wenn jemand wirklich aggressiv mit den Pferden umgeht und nicht aufhört damit und all die Reaktionen der Pferde ignoriert, dass dann einmal ein Pferd einen Menschen auch tritt. Und in der Situation ist es dann aber die Reaktion des Pferdes auf das Verhalten des Menschen und nicht eine Bösartigkeit des Pferdes. In der nächsten Übung werden die Teilnehmer dazu aufgefordert, die Pferde über Hindernisse zu bewegen. Das Team möchte, dass die Teilnehmer auf die Pferde einwirken, diesmal allerdings ohne zu sprechen oder zu rufen. Die Teilnehmer dürfen auch nicht miteinander reden. Handzeichen und Gesten sind Sprachersatz. Die Wissenschaft widerspricht sich da immer so ein bisschen. Die Kommunikation auch der Menschen geht ja so zwischen 60-80% immer über Körpersprache. Und Pferde sind einfach darauf trainiert, als Fluchttiere Körpersprache zu erkennen. Im Allgemeinen die Körpersprache ihrer Mitpferde und Herdenmitglieder. Aber sie reagieren natürlich auch so auf den Menschen. Und nur ein Mensch, der in sich gesichert auftritt, kann eben auch bei einem Pferd etwas erreichen. Und ein Pferd wird auf die Kleinigkeiten reagieren, also wenn ich wirklich ängstlich bin, egal wie gut ich das vor meinen Mitmenschen vertuschen kann oder verbergen kann, das wird mir bei einem Pferd nicht gelingen. Wie oft muss man hierher kommen, um ein selbstsicherer Mensch zu sein? Gute Frage. Wie oft muss ich kommen, das hängt von meinen persönlichen Zielen ab. Bei manchen Leuten reicht natürlich ein kleiner Denkanstoß, andere Leute wollen diese Erfahrung häufiger machen und die Gelegenheit, die bieten wir dann natürlich in dem Moment. Wenn es jetzt in die Richtung Therapie geht, ist natürlich auch da immer wieder ganz essentiell, mit welchen Problemen haben die Menschen zu kämpfen. Das kann ein halbes Jahr dauern, das kann in 6 Wochen fertig sein, aber es kann auch 2 Jahre dauern. Wenn es um Management-Trainings geht, dann ist das in der Regel 1-2 Tage, ein Seminar. Das ist so ein Einmalerlebnis, das einen Anstoß gibt. Bei der folgenden Übung sollen die Pferde an markierte Plätze am Ende der Halle dirigiert werden, in möglichst kurzer Zeit. Anweisung: Nimm ein Pferd oder Pferde, bewege es oder sie über eine Stange oder mehrere, so oft du willst. Auch diesmal soll während der Übung weder gesprochen noch gerufen werden. Die Teilnehmer sollen die Tiere nicht anfassen, nicht stoßen, nicht ziehen oder zerren. So lautet die Vorgabe. Eine weitere Anleitung des Teams ist, dass die Gruppe während der gesamten Übung beisammen bleibt und nur eine Person den Kontakt zu den Pferden aufnimmt. Die Gruppe, die zurückbleibt, erhält eine Markierung. Als Markierungen dienen große bunte Bälle oder Ringe oder Schaumstoffleisten oder auch Eimer. Die Pferdefachleute wollen, dass jeweils ein Teilnehmer ein Pferd in einen besonders abgesteckten Platz führt. Die Zeit, in der die Aufgabe gelöst werden soll, ist unbestimmt. Wenn der Zeitstopp ertönt, muss die Übung beendet werden. Einerlei, ob die Aufgabe bewältigt wurde oder nicht. Neben dem Markierungseimer unter dem großen Fenster beobachtet die Gruppe, wie eine junge Frau aus ihrer Mitte versucht, den Kontakt zu einem Pony herzustellen. Das Pony ist am anderen Ende der Halle und der Weg dorthin ist lang. Das Pony hat seinen eigenen Kopf und die Zeit rennt. Auch der nächsten Teilnehmerin gelingt es in der kurzen Zeitspanne nicht, ein Pferd auf den vorgesehenen Platz zu manövrieren. Und auch die dritte Teilnehmerin scheitert. Der lange Weg quer durch die Halle muss bewältigt werden.
Mit dem Zeitdruck im Nacken endet die Übung durch Abbruch. Dieser jungen Frau ist mehr Erfolg beschieden. Vielleicht auch, weil ihr Weg zu ihrem Pferd kürzer ist und weil so mehr Zeit zur Verfügung steht. Die Wende kommt, als die Teilnehmer erkennen, wie sie das Zeit- und Wegeproblem lösen können. Die Gruppe wechselt ihren Standort. Sie rückt näher heran an die Tiere. Der Markierungseimer wird einfach mitgenommen. Die Pferdefachleute hatten gefordert, dass sich die Gruppe in der Nähe des Eimers aufhalten sollte. Dass es verboten sei, den Eimer zu bewegen, davon wurde nichts gesagt. Mit der Menschenkette dicht an den Pferden und den markierten Plätzen lassen sich die Aufgaben leichter erfüllen. Es ist freilich nicht sicher, dass nun auch jeder Versuch glückt. Auch hier achtet das Team nicht auf den sogenannten Erfolg. Die Experten wollen wissen, wie reagieren die Teilnehmer in welchen Situationen? Wie verarbeiten sie ihre Erlebnisse? Im anschließenden Gruppengespräch berichten die Teilnehmer über ihre Absichten, wie sie mit den Pferden umgehen wollten und wie ihnen dies gelungen ist. Auch was sie dabei empfanden. Gefühle spielen eine große Rolle im Umgang mit den Tieren. Gefühle werden offengelegt in der Körpersprache. Dann war eine Situation am Schluss, die kam mir sehr inkongruent vor und sehr unwirklich. There was one situation at the very end that appeared to be just incongruent and didn't seem to fit. Es war, als wir alle das Pony gestreichelt haben. That was when all of us were touching the pony. Auch die Teilnehmer der übrigen Gruppen bringen ihre Beobachtungen mit ein in die Diskussion. Die Schlussfolgerungen, die dabei gezogen werden, können ein ganz anderes Bild ergeben, als das, das sich ein Teilnehmer von seinem Pferdeerlebnis gemacht hat. Auch an den Stangen lassen sich die Wünsche der Teilnehmer nicht immer erfüllen. Wenn die Pferde ihren eigenen Kopf durchsetzen, heißt die Aufgabe hier, Enttäuschungen erkennen und dies dann verarbeiten. Motiviert dazu wird man umso mehr, wenn die Pferde dann, wie aus heiterem Himmel, Zugaben machen. Freiwillig springen sie über die Hindernisse, um die sie zuvor große Bögen machten. Fazit: Es sind ja selten die großen Erfolge, sondern es sind die kleinen, oft versteckten Fortschritte, die beim pferdeunterstützten Training erzielt werden. In der pferdeunterstützten Psychotherapie kann dann der Psychotherapeut daran anknüpfen.